Zurück bei Super Mario RPG auf der Nintendo Switch. Wie gefiel euch bis jetzt das ganze Gameplay und Spiel? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, weil wir werden nämlich jetzt hier gleich da vorne den Gino begegnen. Da ist er, umzingelt von ganz vielen Monstern. Muss ich die jetzt alle besiegen? Nein, wir gehen gleich zu ihm. Okay, wir folgen ihm einfach. Ja, da ist ja eigentlich die... Moment mal schnell. Also hier beginnt ja eigentlich alles. Und wir haben ja eigentlich in der letzten Folge, haben wir ja eigentlich so einen Tipp bekommen betreffend dieser Kreuzung. Das heißt, ich werde mal schnell kurz was anschauen. Ich werde jetzt, bevor ich jetzt zu Gino gehe, werde ich zuerst mal hier den Rat folgen, den ich das letzte Mal noch erhalten habe. Also zuerst bei dieser Kreuzung muss ich nach links. Nach links. Und nochmal nach links. Also jetzt bin ich zweimal nach links. Links, links. Dann geradeaus. Und dann nach rechts. Ja, jetzt bin ich ja da. Lol, ist der Gino auch da? Oder soll hier irgendein Sieg... Nein. Das sind mega viele Gegner. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Boah, lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja. Flucht fehlgeschlagen. Oh no. Ja, dann machen wir ein Blitzgewitter am besten. Ja. Okay, also zwei waren anfällig. Der da vorne eher weniger. Ja. Bam. Weg damit. Also ich denke, wenn man diese Gegner hier so, schon so gut weghaut, dann ist man eigentlich auf einem guten Weg. Und mein Mallow ist nun Level 7. Also wie schon gesagt, also mit der Attacke greife ich in letzter Zeit eher weniger an. Das heißt, ich nehme jetzt mal Magie für ihn. Das ist ja nur ein extra Bonus von eigentlich 1, also so viel macht es ja nicht aus. Ich folge jetzt... Oh, nochmal ein Pilz oder sowas, ey, das ist ja... Oh. Hä, aber ich bin doch der Richtige. Jeweils nach links, links, geradeaus und dann rechts. Ich bin der richtige Weg gelaufen. Außer das geht erst dann später oder so. Flucht, Flucht, fehlgeschlagen. Oh je. Ja. Nein, jetzt hat er noch falsch angegriffen. Ja. Daneben. Ja, also das heißt, es ist ein richtiger Kampfwald eigentlich auch. Wo wir das sind. Stellt 30 BP, 10 BP, das ist cool. So. Weil das Problem ist halt eben, dass das vorhin halt jetzt irgendwie nicht so geklappt hat. Wow, also der Blitzeffekt, da zieht er schon, ne? Ja, oh, oh, oh. Daneben. Ja. Mhm. So. Was schon dann starker Gegner. Aber immerhin klappt das jetzt besser. Starker Feind. Ja. Ein stark. Oh, Meo. Melo da unten sein Leben. Er kämpft einfach knallhart weiter. Der. So. Easy. Dankeschön. Ja. Und jetzt bitte kill die alle zusammen. Mhm. Ja, nicht ganz. Einer lebt da noch. Ja, ich hätte eigentlich unten noch mein Item da noch ready. Jetzt. Also die 100er Leiste. Pilz noch bekommen. So, jetzt gehen wir nach oben. Also doch hin. Gino! Wart ihr auf uns? Gino! Jetzt ist er rumgefahren. Wart ihr auf uns? Wart ihr auf uns? Nein. Oh, ich will hier weg. Also normalerweise wäre es natürlich schon gescheit, wenn man da dagegen die fighten würde. Aber ja. Oh, lass mich raus. Hey, habt ihr gewusst, man kann auch mit B abwehren anstelle mit A? Ich habe jetzt einfach B gedrückt, weil ich hier Flucht. Ah, oh, fehlgeschlagen. Jetzt muss ich gegen ihn noch kämpfen. Ich glaube, ich mache da schon einen Schnitt und sehen uns dann draußen. So.
Gino ist ja hier nach oben gegangen. Da oben links. Es ist eingeschlafen. Oh, ich will hier raus. Jawohl. Schnell weg. So. Ha, was ist das da oben? Eine Speicherbox. Aber ich gehe jetzt weiter. 99. Naja, 1000 Pfeilchen hier. Reden Sie, tun die Toads nie. Ja, doch, wir geben sie ja. Haha, 1000 Pfeile mehr, ich schieße. Hey Mario, was ist das für einer? Ist der etwa der Rosenhode, der die ganze Zeit mit Pfeilen beschießt? Mhm. Oh oh, das ist, glaube ich, ein Boss. Ich glaube, den habe ich mal im Trailer gesehen. Spaß macht ja und dumm sie schauen, wenn mein Pfeil sie trifft und sie nicht mehr rühren. Das ist ein komischer. Der Boss hat recht. Die stehen rum wie Pilze im Wald. Ja, mehr Zielschießen üben nicht will. Der schmeißt die ganzen Pfeile immer rum. Oh nein, er will wohl ewig damit weitermachen. Wir müssen was tun. Stopp, Mario. Sicher trifft er dich mit dem Pfeil, ehe du ihm Haar krümmen kannst. Und seine ganzen Gehilfen erst. Gegen diese Übermacht haben wir zwei. Doch überhaupt keine Chance. Wir zwei. Jetzt kommt Gino dazu. Och, da kommt irgendwer. Wir verstecken uns und warten ab, was passiert. Ja. Ah, ein laufender Stern. Also laufender Stern. Einer bringt die mir den Stern, den zweiten. Boss, Boss, schau mal, was ich gefunden habe. Okay, was denn? Oh, was soll ich mich nicht stören? Du sollst nie am Ziel schießen, ich bin. Oh. Mehr Pfeile, ich muss schießen. Mehr doofe Toads, das, was da stehen lassen, wie salzige Säulen, die im Stehen schlafen. Das wärst du nicht. Ha. Ich gebiete dir Einhalt. Du weißt nicht, was du da tust. Gib mir sofort jenen Stern. Ja, 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 ein Fremder du bist und komisch aussiehst du auch. Lernen du wirst, wer dir bestimmt. Und du, wer bist, raus damit hier. Okay, der kämpft alleine jetzt, oder was? Ich komme. In höchsten Auftrag. Das Sternstück gehört allen. Du darfst es nicht für dich behalten. Ja, frech du bist. Ja. Maniere nicht, ihr Lehrer. Ja, nicht doch. Lass die Posen. Oh, oh. Mario, wenn wir uns da einmischen... Hey, ich habe gar nicht gedrückt. Du willst unbedingt helfen, ja? Dann verpasse ihm eine. Rette den... Was rette den mit dem blauen Cape? Ich helfe dir. Mit all meinen Kräften. Ja, aber vielleicht lieber von hier. Also, tschüss, Sasse. Okay. Ich habe keine Angst. Ja, und weinen werde ich auch nicht. Autsch. Yep, yep. Okay. Genug, Schurke. Zack, jack. Stark du bist. Aber stärker als ich bin. Denn geraus ich dir mache. Jetzt es ist ja auf nie am Wiedersehen. Hier, nimm das. Wow, Super Mario hilft. Tada. Hey, danke, Fremder. Wer bist du? Mario, du hast mich wohl liegen lassen. Moment mal, der kommt mir nicht bekannt vor. Ach, du bist also der berühmte Mario. Wir haben viel von dir gehört. Ja, das Geplauder last. Ungeobelt, der ist alt.
Hey, ich hatte nicht mal volles Leben. Ich komme einfach in den Kampf ohne volles Leben. Das wird ja heftig. Wer ist jetzt eigentlich am Zug? Chino, oder? Da unten. Der hat auch noch gutes Leben. Zeig mal der Techniken. Chino-Strahl. Hatsake. Halten und bei voller Stärke loslassen. Ja, toll. Ich dachte, das ging noch weiter. Okay, gut. Jetzt müssen wir erstmal wissen, wie das funktioniert. Super Mario. So geht das hier, Chino. Schau mal. Ich komme auch mit Blitzgewitter. Lol, 9 nur. Ja, 3 gegen 1 nun. Schiebung, dass ich ein Jahr habe wartet. Oh, jetzt hat das eine Hilfe. Ein Pfeil ist riesig und wenn ich treffe, der Knopf blockiert ist. Hihihi. Tod-Hilfe auch blockiert ist. Ist nur für ein Jahr. Regel auch für mich gilt, also nicht meckern, ja? Was? Items? Was sind das für die Sachen da vorne? So, jetzt nochmal Chino-Strahl. Jetzt. Ich halten und voller Strahl. Bam, perfekt. 60, cool. Okay, dann coolen Angriff. Mario. Tag, 56er. Und der Kleine, irgendwie mit den Blitzen, hat er da nicht so viel ausgemacht. Tag, tag. Irgendwas ist ein ziemlicher Schwächling, der kleine Block. Der müsste uns mehr healen. Blitz, ouch. Ja, ich müsste mal da etwas noch benutzen. Vielleicht ein Pilz für mich. Ja, danke, Gino. So, jetzt komme ich an die Reihe. Oh, er hat mir A blockiert. Jetzt kann ich nicht mehr nochmal angreifen. Ja, dann machen wir das so. Nehme ich halt einen Honigsirup, damit ich meine Spezialattacken benutzen kann. Mega speziell. Okay, ja gut, dann kommen wir mit der Technik. Der Kleine könnte Blitzgewitter, hat aber nicht so viel ausgemacht. Gedankenleser und weitere Geheimnisse, sag mal. Anfällig keine, okay. Oh, 512 HP, okay. Daneben! Ja, Chino-Strahl, let's go, auf Bogu! Jawohl, perfekt. 60 nimmt er ihm weg. Super Mario, kommt mit Feuerwelle. Los geht's. Nimm das. Wow, okay. Nimmt ihm aber nicht so viel weg. Das Team ist irgendwie mega schwach. Okay. Das heißt, wir nehmen... Nein, kein Pilz. Wir nehmen den Honigsirup. Da brauchen wir ein bisschen Magie, weil Mario kann nicht nochmal angreifen. Jetzt ist X blockiert. Oh mein Gott. Das heißt, wir können jetzt keine... Wir können keine Items mehr nehmen. Das heißt, wir müssen jetzt mega auf... Also Items, wir können uns nicht mehr healen. Außer der Kleine hielt uns dann. Chino, greif mal normal an. Wow, 42er Normal-Attack, okay. Mario kann aber auch jetzt auch normal angreifen. 48. Und unser Kleine, der könnte uns eigentlich dann healen. Ich benutze jetzt eigentlich noch nichts. Sagen wir nochmal. Alter, der ist so schwach. Machen wir Chino-Strahl. Nein, ich habe zu spät losgelassen. Okay, 30. Mario kann natürlich... Ja, okay, auch kein perfekter Hit gewesen, ne? Und der Kleine, der kann ja gar nichts. Was soll er denn machen? Er kann sich aber auch, glaube ich, irgendwie noch abwehren, oder? Ja, Block. Okay, der Kleine hat sich jetzt aber sehr gut geschützt, muss ich mal sagen. Jetzt kann ich wieder Items eigentlich benutzen. 8 von 21. Nehmen wir noch einen Honigsirup. Das heißt, jetzt können wir noch voll mit den Spezialangriffen angreifen. Wie zum Beispiel auch mit einem Supersprung. Na, nur einmal nur drauf gesprungen. Das war jetzt kacke. Ja. Blitzgewitter nimmt wahrscheinlich nicht so viel weg, oder? KP-Regen hätten wir unten noch. Zeig mal Blitzgewitter nochmal. 11. Boah, schwach. Boah, oh mein Gott, der hat Chino gekillt. Puh, das sieht aber nicht gut aus gerade, hä?
Ja, ich glaube, Gino werden wir gleich wiederbeleben. Hey, den brauchen wir. Muntermacher, steh auf. Ja. Volles Leben, wenn er wiederbelebt wird. Ja, X geht jetzt nicht mehr. Wir müssen aber aufpassen, der Kleine da unten. Sonst dürfen wir das nicht verfehlen hier. So, perfekt. Einfach loslassen. 60, okay. Also healen kann ich den kleinen Mellow nicht. Das heißt, wir greifen nochmal an. So, das hat gut geklappt. Und der Kleine, da muss ich jetzt da hier mit dem KP regen, muss er sich da selbst healen, weil bei dem sieht es da nicht so gut aus. Und auch im richtigen Moment noch A drücken, damit er noch ein bisschen mehr Heal bekommt. Autsch, ich dachte, er schießt auf die Knöpfe. Chino-Strahl, let's go. Perfekt. Ja, ich weiß nicht, was hat er über 500 HP oder so gehabt? Wer ist an der Reihe? Der Kleine, oder? Nein, Mario ist an der Reihe. 52. Ja, übel ist auch schon, ja. Dass mein Ende ist, Blödfug, ja. Alle Knöpfe ich blockiere, oh oh. Nein, das ist nicht gut. Das war jetzt gar nicht gut, weil unten haben wir nur noch eine Blume. Das heißt, ich kann nicht mal mit dem Spezialangriff mit Chino angreifen. Was nun? Keiner von uns kann das tun. Ja, das war jetzt nicht gut. Doch zusammen sind wir stark. Ja, vereinen wir unsere Kräfte und zeigen ihm, wie wir stark wir unser Trio sind. Was? Fiese Tricks hier zieht? Kann ich auch. Ja. Ja, ja, sowas. Gar keine Gefährten. Ich hab zum Trio Tricksen. Ja. Okay, du kannst nun Trio-Techniken ausführen. Sie sind sehr mächtig und können eingesetzt werden, wenn die Kampfanzeige auf 100% steht. Dieses eine Mal füllen wir sie für dich auf. Oh, mega nett. Okay, das können wir gut gebrauchen. Sternenschock-Trio. Füge mit der Macht der Sternstücke einem Feind für den Schaden zu. Okay. Los! Wow. ...104 gleich getötete. Geil, geil, geil. Also das gab's beim Original auf Masses nicht. Also diese Anzeige und diese Trio-Attack. Ja, das erleichtert wahrscheinlich vielleicht auch einiges in dem Spiel. Also ich weiß es nicht. War schon knapp. Oh, ich danke euch beiden. Ohne euch wäre mir übelst widerfahren. Wieso blickt ihr mich so an? Ihr könnt euch sicher denken, dass ich mehr als nur eine einfache Puppe bin. Mhm. Habt ihr es erraten? Ich bin ein himmlischer Besucher. Und dies ist nur meine Form auf Erden. Hä? Jetzt himmlisch? Wohnst du auf... Oh, das ist der Kleine, wo redet. Jetzt himmlischer Falken? Wohnst du auf den Wolken? Nein, noch wesentlich höher. Sagt, habt ihr jeden Namen Sternstraße gehört? Nö. Also nein, nun, dort oben herrscht derzeit heilloses Chaos, welches auch eure Welt in Mitleidenschaft zieht. Mitleidenschaft zieht, okay. Lasst mich erklären. Hörtet ihr je davon, dass Sternstuppenwünsche erfüllen können? Ja. Die Sternstraße ist der Ort, an dem aus Wünschen Sterne gemacht werden. Jedes Mal, wenn ein Wunsch erfüllt wird, fällt dessen Stern als Sternstuppe hier auf eure Welt herab. Der Sternstraße allein ist es zu verdanken, dass Wünsche in Erfüllung gehen können. Doch leider ist nun alles anders. Vor kurzem hat ein gewaltiges Schwert die Sternstraße zerstört und nichts kam mehr dort. Was und nichts kann mehr dort geschehen. Nicht ein einziger neuer Stern ist seither geschaffen worden. Was leider heißt, dass auf eurer Welt nie wieder ein Wunsch mehr in Erfüllung gehen kann. Ja, und dieser Stern hier ist ein Teil von deiner... wie heißt es? Sternenschranke. Nicht Schranke, fluffiger Freund. Sternstraße. Doch, du hast recht. Jener Stern ist tatsächlich ein Teil meiner Heimat. Der Sternstraße.
Mein Auftrag auf Erden ist es, alle Teile zu finden und die Sternenstraße wiederherzustellen. Die zerbrochenen Sternstücke, 7 sind es an der Zahl, ja. Damit wieder Frieden auf der Welt herrscht, müssen wir Schmiedrich besiegen, sämtliche Sternstücke finden und damit die Sternstraße wieder erneuern. Mein Name ist Rob, doch dies auszusprechen fällt euch sicher nicht so leicht. Nennt mich also einfach Chino, so wie klein Twabi seine Puppe nannte. Ich wählte jene Puppe, weil sie von den Vieren in Twabias Besitz am stärksten und mächtigsten aussah. Und nun ergreife den Stern, Mario. Stern Nummer 2. Das ist doch schön gemacht. Zwei Sterne, Sternenhimmel. Es werden immer mehr. Auf, Freunde, das Abenteuer wartet. Und so schließt sich Chino, der Besucher von der Sternstraße unserer Helden, Mario und Mellow, an. Ihr wundersamer Neugefährte wird ihnen ihr großes Abenteuer ganz sicher. Was ganz sicher beistehen oder so irgendwas. Interessant, dass das blöde Sternchen so unheimlich wichtig ist. Das muss ich sofort Schmiedrich berichten. Das Geheimnis der Sternschnuppen ist gelöst. Nun liegt es an dir, alle Sternstücke zu finden, damit in Marios Welt wieder Frieden einkehrt. Okay. Ist sehr cool. Wie hat euch das Ganze gefallen? Mario geht das nächste Mal weiter. Kleines Dörfchen erwartet ihn. Aber nicht nochmal rosenrote. Oh nein, oder dort mussten wir, oder? Nein, Moment. Röhrentunnel. Wir sind irgendwie da oben einfach irgendwie gestrandet. Ah, wir sind von da unten, sind wir hier nach oben gegangen. Und von da oben können wir das nächste Mal da unten weitergehen. Röhrentunnel. Aber hier auch noch. Maldurf. So ein kleiner Wanderweg hier, ne? Auf die Karte. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.